Wir sind im VIP. Hollywood has arrived. Hollywood has arrived. Bühne frei für Party Prinz Chris und seine Geburtstagssause. Nimm dein Plunder, nimm deine blonde Schlampe und verlass mein Haus. Die Creme de la Creme der C bis Z Promis. Erd Wollersheim, Michaela Schäfer, Willi Herren, Partyprinz Chris Kappelmann. Ich bin so ein bisschen so die männliche Antwort auf Paris Hilton. Hat jahrelang als Go-Go-Tänzer gearbeitet. Nicht nur sein eigenwilliger Tanzstil kommt bei Gina Lisa an. Anscheinend auch seine plakative Anmache. Meine beste Freundin ist sprachlos. Partyprinz hoch zu Ross. Der Partyprinz, das bin ich. Ich, wie Napoleon sich selber zum Kaiser gekrönt hat, habe ich mich zum Partyprinz ernannt. Der Event-Profi sorgt als Entertainer für Schlagzeilen. Ich bin kein Julian FM Stückel, ich bin fünfmal bekannt. Aber wenn die dritte Brust dann da ist, hat sie sogar schon einen Busenfreund. Ich würde gerne der Pate der dritten Brust. Ab und zu Eiswürfel Gangbang. Wir haben uns zum Glück noch nie persönlich gesehen. Den Eiswürfel hättest du dich erinnert. Das gefällt mir. Doch dann passiert's. Ein Glitzergeschoss trifft den Partyprinzen mitten ins Gesicht. Ist das schon das Karriereaus? Der findet jetzt aber nicht meine doch, Sache. Doch. Sag mal, ihr habt doch nicht mehr alle Steine auf der Schleuder. Ich baue jetzt mal einen Schnaps auf den Schock. Auf dem LKW ist natürlich, kriegt man so ein bisschen Kacke im Tanga. Großes Kino für uns zwei. Everybody in the club, all eyes on us. Let's go! Wie gefällt dir die Party? Mega geil! Hast du hier schon viele Weiber flachgelegt? Ich werde gebucht von Diskotheken, Veranstaltern im größeren und soll dort einfach durch meine Präsenz erstmal ein bisschen entertainen. Ich bin immer ganz nett gekleidet. Verfluchte Scheiße, ich stinke wie die letzte Sau. Könnt ihr das Büchschen sehen hier? Ist das eine Sensation? Hauptsache ich sehe gut aus. Wenn ich im LKW sterbe, will ich gut aussehen. Hast du ein T-Shirt von dir selbst an? Ja, man muss sich selber lieben, wenn man sich selber verkaufen will. Damit hast du völlig recht. Der Partyprinz geht natürlich standesgemäß als Sonnenkönig. Rampenlicht, Podeste, Scheinwerferlicht steht mir. Und auffallen, das kann er. Und die Leute kennen mich, machen gerne Fotos mit mir. Wer ist der geilste Prinz der Welt? Läuft bei dir. Die Rollenverteilung auf dieser Baustelle ist eindeutig. Einer malocht und einer macht dumme Sprüche. Ich brauch Licht. Ich muss schon sehen, was ich nicht kann. Staatlich anerkannter Schlüpferstürmer. Markus Schenkenberg, der hat gerade seine Unterwäschekollektion vorgestellt. Bin an die Unterhose gegangen. Man muss ja auch gucken, ob der Stoff richtig absolut hält. Ne? Das ist unser erstes Mal jetzt. Mal gucken, ob wir es überleben. Chris Kappelmann, selbstgekrönter Partyprinz. Und schon zeigt er, was er drauf hat. Zieh mich erstmal aus. Nein. Also so, jetzt mal. Okay, die Jacke kannst du ausziehen. Schwitze wie eine in der Kirche. Im Denver-Clan habe ich alles gelernt, was ich heute kann. Die Schauspieler, alle sahen gut aus, alle hatten so ein großes Ego, alle hatten so große Schulterpolster. Und was ist mit deinem Püppchen hier? Können wir den jetzt mal entweder den Hals umdrehen oder raus Hals damit? Umdrehen, du spinnst. Auf keinen Fall kommen die weg. Wenn es sie stört, da ist die Tür, da geht's raus aus Denver. Das ist aber ja, dann nehme ich jetzt das Bild und dann gehe ich damit raus. Mona Lisa holst du auch nicht aus dem Louvre. Beim Fotoshooting für sein Buch setzt Chris noch einen drauf. Der kann man gar nicht beschreiben. Der wird mir auf jeden Fall noch lange in Erinnerung bleiben. Wenn du neben mir stehst, der wird mir aber richtig heiß. Och, Chris, hör auf! Es gibt ja das Gerücht, dass Schwarze immer so einen Großen in der Hose haben. Das stimmt auch. Und ich glaube, du hast eine persönliche Studie gemacht. Das Wildeste, was ich gemacht habe, war in der Marienkäferbahn mit meiner Oma. So aufgeregt, als ob ich gleich eine Darmspiegelung hätte. Sex ist ja gut und schön, aber man sollte sich deswegen trotzdem keine Drehtür zwischen die Beine einbauen lassen. Keine Zähne im Mund, aber hier Paloma-Pfeifen. Nein, du schüttest nichts aus dem Fenster. Wir haben den vierten Advent. Steht das in der Bibel, dass man dann kein Ja, das steht in der Bibel. Darf? Was vergessen? Was denn? Da wollte ich mal ein bisschen zeigen, dass ich auch was anderes kann, außer feiern und trinken. Vielleicht reicht es bei mir ja für den Abenteueradel. Ja, hier schmeckt's nicht mehr nach Sumpf. Schmeckt wie warmer Tee ohne Tee. Eine Dorfdisco wird zur großen Bühne. Der selbsternannte Partyprinz gegen die Disco-Bauern. Also Heidi Klum wird sagen, ihr seid die besten drei von 30.000 Bewerbern aus ganz Deutschland. Weil dann kommen wir ganz groß raus. Mir geht's nicht ums ich kotze gleich. Ja. Nur weil ihr Angst habt, dass sie verliert. Was bist du jetzt so böse? Ja, du bist doch böse. Ich hab mir genau ins Auge getroffen. Ich lieb wirklich aber so. Hab mir gedacht, ihr Party on Gas, Party on Wind. Und ich stand da ja. Einmal weitermachen, oder? Das Entertainment. Yeah. Wie fühlt sich das an den Füßen da? Wie Katzenscheiße. Während die einen im Selbstmitleid versinken, drehen die anderen richtig auf. Was als spontane Poolparty geplant war, gleicht ein paar Cocktails später eher einer Abrissparty. Polnische Prinzessin trifft selbsternannten Partymonarchen.
Der Tanz war besser wie der Hochzeitstanz. Mir hat die Königin der Hochzeiten gefehlt, das Kartoffelgratin. Ich brauche eine Wohnung in Dortmund, Bochum oder Recklinghausen. Ich bin beruflich viel unterwegs. Als Partyprinz kann ich ja schlicht aus dem Exil regieren. Der Partyprinz ist nicht so wirklich eine Majestät, ist eher so mehr so die Kuriosität. Der Prinz Küt. Hier kann ich zum Volke sprechen. Da werden sich die Nachbarn aber freuen. Es muss ja immer einen geben, der der Macher ist und einen, der delegiert. Es gibt ja den Kurier des Zaren. Und jetzt gibt es auch den Einrichter des Partyprinzen. Ich bin der Partyprinz. Lasst mich da rein in den Dschungel. Das wird die beste Staffel seit der Knappig. Ich werde wie Alexis im Denver-Clan die Einschaltquoten in die Höhe treiben. Es wird wenigstens einen Mitleidspunkt geben. Wie bitte? Eieieiei, ich glaube, das ist bisher noch nie passiert in über 800 Sendungen. Ciao, Ragazzi. Next time in Hollywood.